Der Prolog von Orit vom 3. August. Gedenken. Die Gottgeweihten Isaak, Dalmatus und Faustus. Der heilige Isaak hatte einen eigenen Gedenktag am 30. Mai. Der heilige Dalmatus war zuerst ein Offizier unter Kaiser Theodosius dem Großen und wurde von diesem Kaiser hochgeachtet. Als der Geist in ihm erwachte, verachtete er alles Irdische, entsagte seinem Rang nach seinem eigenen Sohn Faustus und trat zusammen mit ihm in das Kloster des heiligen Isaak am Rand von Konstantinopel ein, wo sie beide zu Mönchen geweiht wurden. Dalmatus war dem gottgefälligen Leben völlig ergeben, worüber sich der Allvater Isaak freute. Als sich Isaak die Stunde des Todes näherte, ernannte er Dalmatus an seiner Stelle zum Abt. Später wurde dieses Kloster nach ihm genannt, das sogenannte Dalmatus-Kloster. Dalmatus widmet sich dem Fasten, manchmal 40 Tage hintereinander. Durch Fasten überwand er die unsichtbare dämonische Kraft. Er nahm am dritten ökumenischen Konzil teil, Ephesus von 431 nach Christus, und kämpfte gegen die nestorianische Häresie. Gottgefällig entschlief er in Frieden im 5. Jahrhundert. Sein Sohn Faustus unterstützte seinen Vater in allem, und nach einem gottgefälligen Leben entschlief er in Frieden im Dalmatuskloster. Der gottgeweihte Cosmas der Enuch war ein Mönch aus der Lavra von Pharan. Er war sehr versiert in der Heiligen Schrift. Er schätzte die Worte des heiligen Athanasius des Großen so hoch, dass er zu seinem Schüler sagte: Wenn ihr irgendein Wort aus den Büchern des heiligen Athanasius hört und kein Papier zur Hand habt, dann schreibt es auf ein Taschentuch. Hochbetagt kam Cosmas nach Antiochia zu Patriarch Gregor 584 und beendete dort sein Leben. Der Patriarch ordnete an, dass der Leib Cosmas im Kloster des Patriarchats beerdigt werden solle. Ein Mann kam häufig zum Grab des heiligen Cosmas, verehrte den Heiligen und betete dort zu Gott. Auf die Frage, warum er das tue, offenbarte er, dass er 12 Jahre lang gelähmt gewesen sei und ihn der heilige Cosmas geheilt habe. Der gottgeweihte Antonius Antoni der Römer wurde im Jahr 1086, nach anderen Quellen ca. 1067, in Rom geboren. Er hatte fromme und reiche Eltern. Zu jener Zeit trennte sich die römische Kirche von der östlichen Kirche, und alle, die der östlichen Kirche treu blieben, wurden vom römischen Klerus verfolgt. Unter den Verfolgern war Antonius. Er verteilte seinen ganzen geerbten Reichtum und wurde zum Mönch geweiht. Antonius widmete sich einer besonderen Askese, indem er 14 Monate lang auf einem Felsen im Meer stand. Währenddessen trennte sich der Felsen von seinem Untergrund und durch ein wundersames Eingreifen der Vorsehung trieb er auf dem Wasser nach Novgorod. In Novgorod empfing Erzbischof Niketas Antonius freundlich und half ihm, eine Kirche zu Ehren der allheiligen Gottesgebären zu bauen. Später wurde daraus ein Kloster. Antonius lebte lange Zeit als Abt dieses Klosters und verbrachte durch Gottes Kraft viele Wunder. Er entschlief in Frieden im Jahr 1146 und nahm Wohnung in den Wohnstätten des Herrn. Die heilige Salome, die Mirrenträgerin, war die Mutter der Apostel Jakobus und Johannes, die Frau des Zebedäus und die Tochter Josefs, des Verlobten der allheiligen Gottesgebären. Sie diente dem Herrn während ihres irdischen Lebens und wurde gewürdigt, eine der Ersten zu sein, die seine Auferstehung verkündeten. Lobeshymne. Der gottgeweihte Antonius von Novgorod. Ein lebloser Felsen, darauf ein Mann. Die stürmische See umschäumt den Fels. Antonius, an Gott gefesselt, erhebt unablässig seinen Geist zu ihm. Und Gebete steigen auf aus dem Herzen. Der Fels bewegt sich, doch Antonius bleibt still. Völlig in Gott, argwöhnt er nichts Böses. Denn vor einem Helden erschrecken alle bösen Kräfte. Am meisten jedoch vor einem wahren Mönch. Der Mensch wird durch die Vorsehung gelenkt und durch die Heiligen verherrlicht sich Gott. Durch Antonius wird Gott verherrlicht. Antonius leuchtet auf wie ein Stern in der großen Stadt Novgorod, wo den Menschen das Wunder verkündet wird. Antonius nährte Demut, erhob unablässig seinen Geist zu Gott. Eine demütige Seele ist Gott ein süßes Opfer, und Gebet ist der Weihrauch des wahren Opfers.
Antonius war sowohl Weihrauch als auch Opfer. Für Gott ist ein Heiliger niemals tot, wie auch der hellsichtige Heilige Gott schaut als Lebendigen. Betrachtung. Heilige Seelen lasen die Heilige Schrift mit großem Eifer. Sie bedachten sorgfältig jedes Wort und stellten sich vor den Spiegel des Wortes Gottes wie vor das schreckliche Gericht. Ihr Eifer darin war so groß, dass manche Menschen lange Reisen unternahmen, um Männer von geistlicher Weise zu finden und von ihnen die Deutung einiger Worte oder Sätze der Heiligen Schrift zu erfahren. Wann immer es möglich war, geschah dies brieflich. So sind verschiedene Briefsammlungen der Heiligen erhalten geblieben, wie die der Heiligen Vassilios, Gregor, Chrysostomus, Isidor von Pelusium, Nilus vom Sinai und vielen anderen. Der heilige Cosmas dachte einmal über die Worte des Herrn Christus nach, als dieser im Garten Gethsemane seine Jünger fragte, ob sie ein Schwert hätten. Als seine Jünger zu ihm sagten, hier sind zwei Schwerter, sprach er zu ihnen, es ist genug. Lukas 22, Vers 38. Da Cosmas diese Worte selbst nicht zu deuten vermochte, entschied er sich, durch die Wüste zum berühmten Abba Theophilus zu gehen, der im fernen Kloster von Perga lebte. Nur unter großen Schwierigkeiten erreichte er sein Ziel. Theophilus erklärte ihm, die beiden Schwerter bezeichnen den zweifachen Zustand eines gottgemäßen Lebens, das Tun und die Schau, daher asketische Mühen, und das Versenken des Geistes in Gedanken über Gott und Gebet. Wer diese beiden hat, ist vollkommen. Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken, wie die Israeliten undankbar waren gegen Gott, ihrem Retter und über Gottes Gericht. Richter 13. Wie die Söhne Israels wiederum taten, was böse ist vor dem Herrn. Wie der Herr sie 40 Jahre lang in die Hand der Philister gab. Wie die Undankbarkeit eines befreiten Volkes gegenüber Gott, dem Retter, auch heute bestraft wird, indem das Volk der Versklavung durch Fremde anheimfällt. Homilie. Über die den Tieren unbekannte menschliche Undankbarkeit. Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Jesaja 1, Vers 3. Die Undankbarkeit der Menschen steht in einem schrecklichen Kontrast zur Dankbarkeit der Tiere. Wenn ein vernunftloser Ochse seinem Herrn kennt und ein Esel weiß, aus wessen Körper er gefüttert wird, wie kann es dann sein, dass der vernunftbegabte Mensch Gott, seinen Schöpfer und Ernährer, nicht kennt? Israel bedeutet einer, der Gott sieht. Und jeder vernunftbegabte Mensch muss seiner Fähigkeit entsprechend einer sein, der Gott sieht, Gott kennt, die Gegenwart Gottes spürt und Gott dient, wie es in den alten Zeiten der sanftmütige und wundervolle Jakob tat. Aber wenn der vernunftbegabte Mensch, dessen einzige Würde die Kenntnis Gottes ist, ihn nicht kennt, das heißt, wenn einer, der Gott sieht, ihm gegenüber blind wird, dann sind der Ochse und der Esel von größerem Wert als solch ein Mensch. Ohne Ausnahme kennt ein Ochse seinen Besitzer und ein Esel denjenigen, der ihm Futter gibt, während der Mensch die Ausnahme ist. Daher, es gibt Menschen, und sehr oft sind dies führende Persönlichkeiten, die ihren Herrn und Ernährer nicht kennen. Gottlosigkeit ist in der ganzen geschaffenen Welt allein eine dem Mensch eigene Krankheit. Denn das bewusste Bezogensein auf Gott ist für den Menschen der normale und gesunde Zustand des Menschen, ein Zustand, den die Tiere nicht kennen. Daher ist Gottlosigkeit nicht eine Krankheit der Tiere, sondern der Menschen. Wehe nur jenen, die es abgelehnt haben, dem menschlichen Wesen entsprechend Gott zu sehen, und die, wenn sie das Bezogensein auf Gott verlieren, ärmer als Ochse und Esel werden. Dies ist die Vision des Jesaja, des Sohnes des Amos, des Propheten Gottes. O Gott des sanftmütigen Jakob, des Israel, dieses Erleuchteten, der Gott sah, hilf uns, unsere menschliche Würde zu bewahren, die Würde jener, die Gott sehen, und gewähre, dass wir dich jeden Tag und jede Stunde in Dankbarkeit erkennen, als unseren Herrn und Ernährer. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.